Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Videobearbeitungssoftware Camtasia Studio 8. Herzlich willkommen zum nächsten Video in dieser Reihe Camtasia Studio 8 Tutorials. Und im letzten Video haben wir damit aufgehört, dass nach der F10-Taste, wenn Sie dann auf Speichern klicken, dass Ihr Bildschirmvideo hier rein übernommen wird in Camtasia Studio 8. Und das sieht dann genau so aus wie hier. Hier sehen Sie im Clip-Auswahlfenster die Datei von diesen beiden Videos. Bitte lassen Sie sich jetzt nicht verunsichern, die können Sie natürlich nicht sehen, denn die hatte ich schon hier drinnen, also die haben mit unserem jetzigen Video nichts zu tun. Es geht hier nur um diese Clip-Auswahldatei, hier kommt das rein und automatisch kommt das Video auch hier unten in die Timeline. Und jetzt beginne ich mit dem ersten Trick oder mit der ersten Einstellung, die ich dann vornehme, nämlich das Audio. Und mit dem Audio kommt jetzt auch der Tipp vom letzten Video zum Greifen, wo ich gesagt habe, 5 bis 10 Sekunden nach diesem Countdown nichts sprechen. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum wir das machen. Es geht jetzt hier unten um das Audio. Sie sehen, hier ist die Videodatei in der Timeline und dieser Ausschlag, diese Striche, das ist das Audio. Und Sie sehen, ich halte mich immer daran, dass ich die ersten 5 bis 10 Sekunden nicht spreche. Und darum sehen Sie hier unten zwar diesen blauen Balken, aber da ist noch kein Ausschlag. Und das hat folgenden Grund. Ich hoffe, man kann das jetzt hören. Ich klicke das Video jetzt mal an. Hören Sie genau hin. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hören konnte, aber bei mir, und ich denke, dass es auch bei vielen anderen so ist, die rein mit dem Computermikrofon die Videos aufnehmen, entsteht mit Camtasia Studio 8 ein Rauschen im Hintergrund. Da ist einfach ein Rauschen und das klingt ziemlich unprofessionell und ist störend. Und dieses Rauschen kann man entfernen aus diesem Video, wenn man jetzt ganz einfach hier bei diesem Regler hier beim roten Punkt mit der Maustaste drauf drückt, dann kann man das hier rüberziehen, ein Stückchen. Das ziehen Sie einfach ein klein bisschen in diesen Bereich rein, wo noch nicht gesprochen wird, wo kein Ausschlag ist. Und dann klicken Sie hier auf Mehr, Audio. Und hier haben Sie dann den Bereich Entfernen von Störgeräuschen aktivieren. Da klicken Sie jetzt einfach drauf, klack. Jetzt wird diese Videodatei hier unten auf Störgeräusche durchsucht und automatisch entfernt. Und alles, was Sie dann tun müssen, Sie ziehen den Regler einfach weiter bis knapp vor dem Punkt, wo der Ausschlag beginnt. Das heißt, ab hier wird gesprochen und dann klicken Sie Entfernen. Dann ist das jetzt entfernt. Die Datei ist jetzt zum größten Teil frei von diesen Störgeräuschen. Ich ziehe das jetzt hier ganz am Beginn und wenn ich jetzt hier draufklicke. Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten. Hört man relativ klar meine Stimme, das Störgeräusch ist weg und das ist die erste Einstellung, die ich überhaupt vornehme, wenn ich mir hier so eine Aufnahmedatei reingeholt habe, weil ich den Bildschirm aufgenommen habe. Das war jetzt der erste Tipp. Wir sehen uns dann im nächsten Video mit der nächsten Einstellung, die ich mache. Und wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, ich würde mich über ein Gefällt mir freuen. Abonnieren Sie auch unbedingt meinen Kanal, denn dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn ein weiteres Tutorial-Video von mir hochgeladen wird. Und ja, gerne können Sie mir Ihre Kommentare hinterlassen. Da antworte ich gerne auf Fragen, die auftauchen. Gut, das war's jetzt. Bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.